Hallo, liebe Freunde, hier sind wir wieder. Mein Spiel irgendwas, heute spielen wir was Neues und zwar ein bisschen was so richtig ökologisch und zwar Loddelnaut. Wir sind dann Loddelnaut und was Loddels sind, das werden wir noch herausfinden. Das würde ich, dieses Spiel hier ist so ein richtig schönes Cozy Game, dass man ganz gemütlich vor sich hinspielen kann. Ich finde auch gut, dass es solche Spiele immer wieder gibt, oder dass man da Höchstleistungen verbringen muss, die Welt retten, tausende Punkte machen muss oder gegen andere kämpfen, die dann dauernd killen oder sowas. Also hier können wir ganz gemütlich vor uns hinspielen. Wir sind unter Wasser, wie man so ein bisschen sieht. Das ist ein bisschen entspannteres Dave the Diver, könnte man fast sagen, aber sehr entspannt. Und es hat noch einen ganz süßen Effekt mit Loddels. Aber das werden wir uns gleich mal angucken. Das ist jetzt hier die kostenlose Demo. Die könnt ihr euch auf Steam runterladen. Die Vollversion des Spiels kostet 20 Euro. Finde ich ein okayer Preis, wenn man sich das Spiel dann mal anguckt und was da noch also im Umfang ist. Aber bevor ich hier weiter laber, gehen wir einfach mal rein. So. Okay, ich habe es mir jetzt auch noch nicht gespielt, sondern einfach nur mal durchgelesen, ein paar Einstellungen gemacht für die Grafik. Jo, das ist so ein bisschen, kleines bisschen pixelig. Wir sind hier so mit so einem kleinen Taucher auf einem fremden Planeten. Okay, dieser Planet ist von einer Firma, wie hieß die, glaube ich, Guppy 14 oder irgendwie sowas, verseucht worden. Den haben die komplett vollgemüllt und unsere Aufgabe ist es, diesen Planeten wieder zu entmüllen und wieder lebenswert zu machen. Und auch die heimische Tierart hier wieder ein bisschen mehr zu beleben. Das sind nämlich die Loddels. So, wir können hier hin und her. Genau, okay, wir haben so einen kleinen Propeller hinten drauf. Der bringt uns nach vorne. Damit können wir hier dann so völlig 3D schwebend herum. Okay. Lustig, auf dem Rücken sieht man auch immer, was man gerade gedrückt hat. Also nach oben und nach unten. Kann sich ein bisschen dran gewöhnen. Okay, ah, hier kann ich jetzt... Genau, ich habe hier so eine Bubble-Kanone. In dieser Bubble-Kanone kann ich dann Dinge aufsammeln oder auch wegmachen. So, ups. Naja, der visiert das automatisch an, sehr bequem. So, ich habe mir schon mal Müll eingesammelt. So alte Flaschen oder Sixpack Plastikteile. Die natürlich wirklich dann auch in der realen Welt die Welt zumüllen. Und für die Tiere das ein bisschen schwieriger das Leben macht. Ah, da oben ist auch noch ganz viel Zeug. Und nach oben muss ich Leertaste drücken. Okay. Die Steuerung noch ein bisschen gewöhnen. Ich glaube, das ist ein Spiel, das man lieber mit dem Gamepad spielt. Das ist auch Steam Deck verifiziert. Also für Steam Deck ist das, glaube ich, super geeignet. Okay, hier haben wir so Maschinen. Shift ist Boost. Ah, okay. Da kann ich schneller mit schwimmen. Ah, okay. Ups. Flop, flop. Wenn ich nichts finde, kann ich den Scanner anmachen. Ah, dann wird das gehighlightet. So. Ob es das auf die Konsolen auch gibt, da hinten ist irgendwas, kann ich leider nicht sagen. Also ich konnte jetzt nicht rausfinden, ob es das auf die Switch gibt. Da wird das auch ein super Spiel für, denke ich. Weil gerade für so Konsolen, Handhelds, ist das eine gute Sache. Also wie gesagt, auf Steam Deck wahrscheinlich super für geeignet. Ich spiele es jetzt hier auf dem PC mit Tastatur, weil ich habe keinen Akku mehr auf meinen. Ups. Wo komme ich jetzt nach oben? Also hier, da muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Was war denn jetzt hier noch was? War jetzt noch Müll hier irgendwo? So eine schöne Atmosphäre hier, so ein bisschen. Wir blubbern hier einfach so rum. Was ist das für ein Ding? Ja, unsere Station oder sowas. Okay. Und dann haben wir hier. Ah ja, okay. Recycle Litter. Also den Müll können wir hier recyceln. Deposit Item. Ah, das schwebt dann da rein. Ah, you've learned how to use the recycle bots. Your litter collection progress indicated by the yellow meters. Ah ja, die gelbe Anzeige da drüben. Das Spiel gibt es in der Vollversion übrigens auch auf Deutsch. Also keine Angst, die Demo ist in Englisch, aber das Spiel gibt es auch in Deutsch. Und es kommt von einem kleinen Indie-Studio aus Texas. Es sind nur zwei Mann, die das Ganze hier programmiert haben. War eigentlich ein Studentenprojekt. Und daraus ist dann irgendwann ein fertiges Spiel geworden. Dann auf Kickstarter hat man auch Geld gesammelt. Mit E, okay. Ah ja, können wir auch mehrere auf einmal.
Und hat dann hier so ein kleines, ja, ökologisch angehauchtes Cozy-Game draus gemacht. Also geht es natürlich auch um Umwelt und Umweltverschmutzung, aber ohne jetzt mit dem dicken Zeigefinger zu kommen. Sondern hier soll man einfach ein bisschen Spaß haben, Dinge zu säubern und die Welt hier wieder ein bisschen in Ordnung zu bringen. Landing Zone, please proceed to Floatsome Flats. Find Floatsome Flats. Ah ja, das ist eins von diesen Biomen hier wahrscheinlich. Hier gibt es verschiedene Biome. Das ist unsere Hauptstation, also wo wir uns dann immer wieder zurückziehen können. Hier haben wir dann auch Crafting Maschinen. Das Spiel hat so Survival- und Crafting-Elemente. Also runter. Okay. So, fahren wir mal hier hin. Was kann man hier machen? Crafting Station. Eine Purifier Bomb. Ah, okay. Das ist so eine Art Reinigungsbombe. Die können wir dann wahrscheinlich irgendwo in ein Gebiet schmeißen und dann reinigt die einen gewissen Radius alles automatisch, vermute ich mal. Da brauchen wir Glasflaschen, Coral Piers, also Korallenfrüchte und so Tube Melons, okay. Tubenmelonen. Interessant. Also die muss ich noch sammeln und hier. Ah, okay. Aha, hier können wir dann unsere Sachen aufwerten, also unseren Blaster besser machen. Luft-Upgrade, okay, das ist auch cool. Dann kann man wahrscheinlich hier mehrmals seine Luft verbessern. Das ist auch ein bisschen wie bei Days of Diver. Hier können wir unseren Blaster stärker machen, wahrscheinlich höhere Reichweite und Stärke und sowas. Und hier können wir dann unsere Scanner verbessern, okay. Hier eine Fertilizer Station. Ah, da kann man Früchte mit verbessern oder machen. Cleaning Station, da kann man mal was reinigen. Ah ja, der reinigt das regelmäßig, weil die Gebiete, die man gereinigt hat, können auch wieder verschmutzen. Und hier können wir so einen Aufladungsring machen, damit kriegen wir Sauerstoff, wenn wir da durchfliegen. Wir müssen ja unseren Sauerstoffvorrat auch immer wieder mal auffüllen. So, den haben wir jetzt noch nicht, diesen Sauerstoffvorrat. Den kriegen wir, wenn wir hier rausfliegen. Das ist jetzt ins erste Biom. Da muss ich hier durch dieses Ding fliegen hier. Ah ja, da sehen wir 80% haben wir jetzt. Jetzt haben wir unsere Luft. Hier drin in unserer Zentrale ist immer Luft. Hier können wir jetzt durchfliegen. Genau, jetzt werden wir hier dann aufgeladen. Und dann sollen wir jetzt hier diese Floatsome Flats Region finden und sauber machen. So, dann wollen wir hier schon mal was einsammeln. Blob. So, hier ist Old Zap Whoop. Toxic Waste Material. Okay, also das ist vergiftetes Material. Das müssen wir jetzt von diesen Dingern hier wieder wegmachen. Ah, das macht das. Okay. Einfach gehalten. Das Grote da. Ach, das sind diese Früchte. Chubby Melons. Okay. Und aus diesen Dingern hier kommen auch immer Luftbläschen. Mit diesen Luftbläschen kann man dann seinen eigenen Sauerstoffvorrat auch wieder auftanken. Die müssen wir dann nur einfangen. Damit man halt immer wieder auch Luft kommen kann hier. Eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. So hat man auch keinen Druck. Wie gesagt, das ist ein Cozy Game. Also wirklich. Man muss hier nichts in einem riesigen Zeitrahmen schaffen, schnell sein. Man kann sich das hier selber einteilen, man muss halt nur auf die Luft gucken. Die kann man aber immer wieder einsammeln, wenn man hier sich auf diese Korallen oder was das hier ist, konzentriert. Dann kann man sich das wieder aufsammeln. Diese Früchte sollen wir nicht essen. Wir wissen nicht, was für eine Auswirkung wir auf Menschen haben. Okay, wir sind ja hier auf einem Alien-Planeten. So, hier kann man das auch wegmachen. Okay. So, und sobald wir das gereinigt haben, wachsen dann auch wieder Pflanzen und Korallen da drauf und die Natur kehrt wieder zurück. Und das sieht man dann auch optisch, wenn man so verseuchte Gebiete hat, dann wird es denn dort auch heller und das Wasser wird sauberer. Man hat also auch einen Erfolgseffekt dadurch. Diese grünen Teile hier, okay, da wächst also auch was drauf, wenn man das sauber macht. So. Und man hat das befriedigende Gefühl, man hat was sauber gemacht, man hat was geleistet, man sieht direkt das Ergebnis. Das ist immer eine sehr einfache, aber eine sehr wirksame Spielmechanik. Coral Piers, hier kriegt man die. Dann hier ist ein Seetang. Also, da kann man durchfliegen, okay. Ah, hier ist was Verseuchtes. Den Seestang kann ich sammeln hier, ne? Okay. Man muss aber ein bisschen ranfliegen. Schwimmen ja eigentlich. Oder wie so ein kleiner Astronaut aussieht hier. So, Blubberbläschen! Wupp. Ich brauche nämlich Sauerstoff hier, 61. Ups. Gucken, was hier noch rauskommt. Blub.
Muss ein bisschen Geduld haben, aber wie gesagt, ist kein Spiel für Hektiker. Hier unten ist noch ganz viel Zeug. So, dann kommen wir mal wieder rein hier. Blub, blub, blub. Können wir uns vielleicht bald auch schon was craften. Ich finde es cool, dass man hinten direkt sieht, was man gedrückt hat. Wie gesagt, mein Gamepad hat keinen Saft mehr, bis ich das aufgeladen habe. Hat mir ein bisschen zu lang gedauert, dass man statt jetzt hier mit der Tastatur geht, aber auch. Muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen. So, alles blüht. Flop, das haben wir auch. Ja, hier wird es dunkler. Flop, flop. Ah, Current Biome. Gap ist 0% clean. Okay. Ah, hier ist ein Ring wieder. So eine komische Seegurke oder was das dann ist, da. Tubenmelone. Ja. Hier kann ich durchschwimmen, dann kriege ich wieder Luft. So, aha. Dieses Gebiet ist als Floats and Flats bekannt. Okay, hier ist es sehr verschmutzt. Wir müssen das alles hier sauber machen. Und er zeichnet das hier auf sozusagen. Okay. Hier haben wir so eine Art Brücke. Oder was das ist. Sammeln wir mal die Flaschen ein. So, gibt Pfand hier. Kriegen wir wieder alles zurück. Machen wir mal weg. Können wir schon gleich mal wieder ein bisschen Luft sammeln. Blop, blop. Und hier wächst auch schon wieder was. Sehr schön. Ja, man hat halt direkt hier ein Erfolgserlebnis, man sieht direkt, was man gemacht hat. Hier oben 3% haben wir schon sauber gemacht, also das dauert noch ein bisschen. Und das Müllbeutel. Ah, den muss ich wegmachen. Flömp. Okay, da ist ja viel Dreck drin. Warum haben wir den ganzen Müll hier reingeschmissen? Ja, weiß ich nicht. Das erfährt man aber, glaube ich, im Laufe der Story hier so ein bisschen, was hier mit diesem Planeten so passiert ist, warum das zugemüllt ist. Man kann hier, glaube ich, so Artefakte finden, wo dann so berichtet von irgendwelchen Forschern draufstehen, die hier auf diesem Planeten mal waren. Und dann kann man so ein bisschen Hintergrundgeschichte erfahren. Aha, was ist das? Your Bubblegun is too weak. Okay, wir können diese Sachen, Kisten hier nicht reinigen oder wegmachen. Dann brauchen wir erstmal ein Upgrade für unsere Bubblekanone hier. Okay, dann wissen wir schon mal, was wir als nächstes craften müssen. Eine bessere Kanone. Ob wir irgendwann mal einen Loddle finden hier. Also die Loddles, das sind hier die Tiere von dem Planeten. Die sind dann ein bisschen seltener geworden, weil hier alles verschmutzt ist. Und die kann man halt züchten, pflegen und dann auch wieder auswildern. Und den Planeten hier wieder ein bisschen belebter machen. Finde ich eine ganz süße Idee. Das motiviert auch nochmal zusätzlich. Noch ein paar Blubberbläschen nehmen wir noch mit hier. Blob. Ist das da? Nee. Hier sind aber diese... Für mich sind das eher Gurken. Furchtbar Gurken. Aber gut. Das sind hier, glaube ich, eher nützliche Gurken. Was ist das hier? Mal alles wegmachen. Oh, okay. Oh, was ist das? Da wächst was? Eine Lotus-Kiwi. Okay, Lotus. Ja, warum nicht? Die berühmte Lotus-Kiwi. Kiwi. Wunderbar. Dann machen wir das auch mal sauber. Also wenn wir diese Blumen hier komplett so eine Art Lotus-Pflanze sauber machen, kriegen wir als Belohnung Früchte. Und dann mit diesen Früchten kann man dann die Lotus hier füttern. Die wachsen dann auch regelmäßig nach euch. Okay. Oh, hier ist ganz viel Müll. Oh. Und da ist ein Lotus. Okay, machen wir erstmal hier ein bisschen sauber. Ich muss was runter. Erstmal diese Pflanze hier reinigen. So, ah, guck mal, da wächst auch was. Wir haben Loddle gefunden. Oh, that's just a Loddle. It looks like it's covered in goop. Es ist leider ein bisschen dreckig, ja. Check on Loddle. Da haben wir jetzt ein kleines Tierchen gefunden. Loddle ist auch ein süßer Name. Loddle. Okay.
Okay, Status, stay here. Good conditions, feeling goopy. Und zu verschmutzt, um zu essen. Ah ja, dem klebt halt auch dieser ganze komische Müll dran. Attribute, ist ein Baby und wächst nicht. Okay, den müssten wir dann füttern. Den können wir ihm einen anderen Namen geben. Flipper, Rocky, Puff, Schoko, Bubbles. Komm, Bubbles passt ja natürlich hier. So, Bubbles, zusammen mit dir jetzt können wir nicht... Oh, können wir nicht auch reinigen? Achso, der macht hier das wieder dreckig, der kleine Schmutzfink. Okay. Man, der schwimmt jetzt hinterher. Das ist natürlich auf der einen Seite süß, auf der anderen Seite ein bisschen blöd, weil der verteilt den ganzen Dreck hier. Oh, 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 Luft, 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 Luft! Aber jetzt mache ich das hier noch weg. Ja, das ist schon mal so das Problem bei dem Spiel hier so ein bisschen. Man möchte immer weitermachen und sagt, ach, das hier noch sauber machen. Hier nochmal kurz hin. Okay. Also ich glaube, das ist kein Spiel, wo man jetzt 20 Stunden drin reinsteckt, weil von der Story und so, glaube ich, bringt das hier nicht so viel. Aber man kann hier, glaube ich, viele Stunden reinstecken, um hier rumzuschwimmen, ganz bequem, mal auch nach Feierabend ein halbes Stündchen mal spielen, ein bisschen die Umgebung reinigen, ein paar Doddles aufziehen oder füttern, ein bisschen craften, ein bisschen entspannen und abschalten sozusagen. Und dann kann man weitermachen. Und für sowas sind so kurze Games auch wirklich gut geeignet, eben einfach zur Entspannung. Und das ist hier wirklich mal eben kein Stressspiel, sondern man kann ganz gemütlich vor sich hin spielen. Man hat relativ schnell ein Erfolgserlebnis hier und kann sich die Zeit auch selber hier einteilen. Und wie gesagt, man geht auch nicht drauf in dem Spiel, wenn wir die Luft verlieren, dann landen wir halt wieder in unserer Station und müssen halt hier wieder selber hinschwimmen, dann haben wir ein bisschen Weg verloren. Es gibt später in der Vollversion auch Schnellreisepunkte, es gibt verschiedene Biome, das ist ja jetzt hier nur eins davon. Ah, der Lottl macht hier alles wieder dreckig, der kleine Schmutzfink. So, Luft haben wir jetzt ein bisschen. Wir müssten hier mal rausfinden und wieder in die Station zurück, glaube ich. Okay, und da ist auch so eine Art Schiff oder was? Lieber sauber hier. Na, ja, das kann ich noch nicht. Ja, 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 wir müssen die Bubblegum upgraden. Jetzt sei mal nicht so. Das einfach mal weg. So, hier haben wir alles sauber gemacht, sehr schön. Was will er hier? Ah, wir will untersucht ein Zuhause. Okay, ja, komm, kleiner Lottl, ich nehme gern mit. Ah, nach oben. Gucken wir nochmal, ob wir ein bisschen Luft tanken können hier. Bubble, bubble. So, hier sind nochmal Flaschen und sowas. Hier ist auch so ein Schiffswrack. Keine Ahnung, ob das hier liegt. Das haben wir noch erfahren wahrscheinlich. Hier können wir auch noch was sauber machen. Mal ein bisschen runter. So, das Gebiet kann man auch gereinigt. Da wächst auch wieder was. Sehr schön. So, mal gucken, wo sind wir hergekommen? Das ist dieses Schiff hier. Können wir wahrscheinlich auch sauber machen. Giftigen Schleim entfernen hier. Naja, dann wachsen hier auch wieder Pflanzen und Korallen drauf. Sehr schön. Ja. Also macht durchaus Spaß hier. Wie gesagt, man hat direkt die Belohnung. Geht schnell. Man sieht auch direkt, was man hier getan hat. Das Ergebnis, wenn alles schön sauber ist und das ganze Biom dann clean ist, sieht das dann natürlich auch ein bisschen hübscher aus. Jetzt ist alles noch ein bisschen düster hier. Unser Lottl macht alles dreckig. Kleiner Schmutzfink hier. So, wo sind wir da? Ah, da oben. Da sind wir hergekommen. Gas geben. Hier sind immer so diese komischen Früchte. Die nehmen wir mal alle mit. Ein paar Boba-Bläschen. Da folgt mir einfach kleiner Blottl. Mal nach oben schwimmen. Moment. So. Auch Luft. Ah, okay. Okay, der Ring hat unseren kleinen Lottl jetzt, unser Bubbles, jetzt gereinigt. Hier sind immer diese Dinger da. Ah, und
hier sehen wir dann so ein Biom, das eben gereinigt ist. Ist schön hell und grün und klares Wasser. Das macht dann den Unterschied so ein bisschen halt aus zu den verschmutzten Biomen. Den auch noch mit hier vom Flop, wenn wir schon hier sind. Das ist noch ein paar Unterwassergurken. Nehmen wir auch mit. So, komm, Bubbles. Wir schwimmen mal nach Hause und gucken, ob wir schon was craften können. Hier sind noch Flaschen. Ja, du bist ja zumindest sauber, also machst du jetzt hier nichts mehr dreckig. So. Was willst du? Ah, du bist jetzt hier zu Hause, oder was? Was können wir mit dir machen? Ah, okay. Jetzt haben wir dem also hier eingeladen, dass er jetzt hier zu Hause ist. So, was können wir mit ihm jetzt hier machen? Follow me, Status. Er ist jetzt sauber. Neutrale Stimmung, hat Hunger. Okay. Attribut, Baby. Hier können wir ihn renamen und hier können wir ihm sagen, dass er uns folgen soll. Dann schwimmt er uns hinterher. Okay. Kann ich ihn irgendwie jetzt füttern oder was? Hier ist so ein Dings. Hold out item. Muss ich das einfach so geben oder was? So, kleiner Loddel. Wie kann ich dich jetzt füttern? Ah. Interesting. That Loddle seems to be growing new features with each bite of fruit. Okay, das hat er gemocht hier. Und das hier. Magst du das auch? Mampf, Mampf. Mampf. Bubbles. Oh, Bubbles. Okay, wie geht's dir jetzt? Ist immer noch hungrig, aber er ist nicht mehr am Verhungern. Und er wächst 16%. Okay. Meine, er sieht auch schon was größer aus. Hm. Gib mir hier nochmal so ein komisches Ding hier. Melonen, Tuben, Melonen, Flaschenmelone, keine Ahnung. So, komm, ess dich mal satt. That Lotus has grown too fond of you. Please scare it away by blinking your helmet lights. Wir sollen ihn verscheuchen mit unseren Helmlichtern. Warum? Na gut. Ich glaube, der mag das eher. Ja, es funktioniert nicht. Er gibt auf. Okay, lass mal den kleinen Lottel einfach. Okay. Komm, wir füttern nicht nochmal. So, lass ihn schmecken, Kleiner. Mal sehen, ob der dann auf... Ich glaube, der kriegt so kleinere... Längere Tentakel da an der Seite, oder? Also jetzt hat kein Hunger mehr, okay. Er wächst 38%, ist happy, full. Ah, okay, der mag die Dinger anscheinend. So, dann können wir die eigentlich wieder einsammeln. Wenn du keinen Hunger hast, selber schuld. So, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen craften hier. Was brauchen wir denn für unsere verbesserte... Bubblegum hier. Blaster Upgrade. Da brauchen wir so Metallteile. Ah ja, okay. Also später gibt es noch andere Geräte. Ich glaube, es gibt auch noch so eine Art automatischen Schrubber, mit dem man über den Boden fahren kann und ein Gerät, mit dem man Mikroplastik einsammeln kann. Also hier gibt es noch viele verschiedene andere Sachen in der Vollversion. Wir können so ein Ding machen. Aha. Okay, eine Purifier Bomb. So, da wollen wir mal ein bisschen recyceln. Das kann ich mit der Maus auswählen, das ist schon mal praktisch. So, der frisst jetzt hier unsere Sachen. Okay, dann kriegen wir, wenn der genug hat. Ah, hier so ein neues Zeug. Plastikabfall, okay. Schmeißen wir hier mal Flaschen rein. Hier können wir noch weiter das reinwerfen erstmal, dann ist es weg. Hier nochmal so ein Ding. Okay, dann Flaschen. Habe ich denn Flaschen? Also Dosen können wir reinschmeißen.
So, okay. Dann haben wir schon mal ein Metallteil, gut. Kann ich hier alle auf einmal reinwerfen? Ja, 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 ja. Blop, blop, blop. Blum. So, das haben wir auch. So, mit Tab. Ah, okay, so geht das. Hier haben wir die Flaschen. Kann ich einfach mit der Maus da reinziehen? Da kann man die auch ein bisschen sortieren. Ne? Okay, dann könnte ich zum Beispiel auch gucken, ob der Lotto sowas mag, wenn ich das da reinlege. Okay, das war diese Bombe. Ne? Okay, dann mache ich die da rein. So, Flaschen. Die muss ich hier reinschmeißen. Hopp, 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 hopp. Renn damit. Zack. Plopp. Ein Stück Glas. Sehr schön. Sehr schön. Das ist unser Lottl. Alles da hinten. So. Aha. Jetzt habe ich das Ding da reingeschmissen. Was hat das jetzt gebracht? So, wir können jetzt dieses Blaster-Update machen. Das müssen wir auf jeden Fall. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Na gut, machen wir erstmal den Blaster. Okay, das wird jetzt hier geliefert. Sehr schön, danke. Baba! So, jetzt haben wir einen besseren Vaporizing-Stats auf dem Ding. Ah, der sieht auch ein bisschen anders aus. So, ja, da brauchen wir nochmal Glasflaschen. Dann könnten wir das noch machen. So. Unser Lottl hier, der schwimmt hier irgendwo munter rum, hinten. So, mal gucken. Magst du noch was essen? Ne? Ah ja, Hunger. Okay. Mampf, Mampf. Okay, dann können wir ihn wahrscheinlich auch zu uns rufen, wenn er irgendwo ist. Aber der hat jetzt, glaube ich, zwei Tentakel auf jeder Seite. Oh, das ist schon wieder Hunger. So, verfressen, mein Kleiner. Okay, ja, dann kriegst du noch so ein Ding hier. So, warte mal. Wie so ein Kiwi-Ding, magst du das auch? Mampf, Mampf. So, dann kriegst du mal so ein Teil hier. Magst du das auch? Manche Leute haben auch Lieblingsessen, die mögen also auch nicht alles. Das müssen wir dann halt rausfinden. Und dann mutieren die ein bisschen, verändern sich und können verschiedenste Eigenschaften dann auch bekommen. Und ich glaube, man kann hier im Spiel auch Lottl-Eier finden und dann die von klein auf aufziehen und züchten. Und dann kann man die in einem gesäuberten Biom aussetzen und dann zugucken, wie sie wachsen, sich vermehren und da auch nochmal Spaß mit haben. Ja, ich glaube, der verändert sich mit der Zeit. Er hat jetzt hier andere Fühler bekommen. Das ist ja interessant. 78% hat er jetzt. Er ist satisfied, happy und er ist sauber. Was will man mehr? Ja, magst du noch so ein Ding hier haben? Mampf. Ah, jetzt ist er satt. Okay. Kann ich wieder einsammeln? Nee. Nicht. Okay, die ist dann verloren. Gut, aber er ist jetzt anscheinend nicht mehr hungrig, unser kleiner Bubbles. Ja, da müssen wir hin. So, dann können wir hier mit dem Saubermachen weitermachen. Guckt er mir jetzt? Ne, der bleibt hier. Genau, das ist hier sein Zuhause. Ah, man kann auch Spielzeuge für die machen, glaube ich. In der Vollversion. Dann kann man die Bubbles noch mit glücklich machen, mit Spielzeug. Schon auch ganz putzig. In unser neues Gebiet. Da folgen wir halt diesen Spuren hier. Hier sind noch diese Korallenperlen. Die sammeln wir auch nochmal ein. Flop, flop. Diese Seesterne können wir, glaube ich, nicht einsammeln. Nee. Können wir Luft sammeln. So, hier geht's lang. Ein sehr entspanntes Spiel. Und eine witzige Idee auch. Mit den Noddles auch süß gemacht hier.
Also für jeden was dabei, denke ich. So, wunderbar. Dann kommen wir hier weiter mit dem Cyber. Na, hier ist ja ganz viel. So. Mit unserem verbesserten Blaster hier. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller jetzt. Am liebsten mal weitermachen, alles säubern. Da braucht ein bisschen Suchterzeugung hier. Na komm, das hier noch schnell sauber machen. Das hier. Recontaminated. Ja, das passiert. Okay. Ja, wir machen alles sauber hier, keine Angst. Haben wir hier eine Lilly-Banana. Okay. Wie gesagt, das Spiel ist auch in Deutsch. Also kann man sich keinen Kopf machen. Hier ist wieder so ein Schiff. Okay. So, mal weg mit dem Dreck. Wir sind der Meister Propper der Meere hier. So. Na, sind wir zu weit weg? Ach so. Okay. Kann ich beschießen irgendwie? Aha. Kann ich mich alle wegmachen? Oh. Da kann ich ihn beschießen. Okay. So. Plop. Aha. Interesting. I wonder what the Grappi Corporation was doing with these materials. Ah, Metallstücke habe ich bekommen. Sehr gut. Hier ist noch ein Stück. Plop. Ah, sehr gut, Ressourcen. Dafür sind diese Dinger gut. So, weg mit dem Dreck. Dann können wir bald was craften. Ich glaube, hier können wir schon nicht hin. Ja. Hier ist eine Mauer. Wir müssen erst das Gebiet hier reinigen, ist klar. So, das Schiff hier ist noch nicht ganz sauber. Und hier wächst auch wieder was. Sehr schön. Die Natur holt sich das hier wieder zurück. Oh, ich muss auf die Luft achten ein bisschen. Ah, hier ist auch nochmal Zeug. Wir müssen aber erstmal hier ein bisschen Luft auftanken. Da ist ja immer eine Blubberblume. Koralle oder was das ist. So, ein bisschen tanken hier. So. Kommt auch nochmal was Schönes raus. So, blob. 34. So, 47. Wunderbar. Mach ich noch was? Dann die Idee nehmen wir noch mit. So, oh, hier ist auch noch mal ganz viel. Und noch mal eine Lilienbanane. Sehr schön. Wo ist denn dieses große Schiff? Da hinten. Da schwimmen wir mal hin. Ah, jetzt kann ich diese Dinge da einsammeln. Okay. So, das können wir hier auch sauber machen. So, wir haben schon 34% gesäubert von dem Biom hier. Ja. Hat man ja was zu tun hier. Oh, hier wächst schon wieder was. Hier haben wir auch ganz viel Truhen. Das ist super. So, weg damit. Ah, hier ist auch noch Zeug. Kann man da rein? Sehr schön. Und das hier nehmen wir mit. So. Ah, da
da kann man rein. Okay, okay, okay. Da muss man erstmal ein bisschen was wegmachen. Warte mal, dass ich was runterschwimme. Ah, okay, wenn ich die Truhen hier alle wegmachen, kann ich unten ins Innere des Schiffs. Das ist auch nicht schlecht. Oh, ich brauche wieder Sauerstoff. So, hier. Luft, Luft! So, ja, 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 jetzt keine Panik. Wir tanken das hier schon noch auf. 10. Also langsam wird's. 8. Noch ein paar Bläschen hier. Da kommt nicht so viel raus. Nehmen wir mal die da hinten. So, hier kommt auf jeden Fall Luft raus. So, dann tanken wir hier ein bisschen auf. Und dann geht's hier weiter. Gibt's mal ein Bläschen. So. Ist da alles easy. Mal eine Truhe. Flump. So, wunderbar. Da kommt die Blase nämlich noch mit. Aber hier sind noch ganz viele, meine Güte. Hier haben wir noch so eine Lilly-Banana. Sehr schön. Ja, hier haben wir reichlich zu sammeln. Dann können wir dieses ganze Schiff da noch erforschen. Ja, 36% haben wir schon sauber gemacht von dem Biom hier. Auch nicht so schlecht. Gut, da können wir schon mal wieder was craften. Ein paar Dinge verbessern. Ah, ich habe doch diese Reinigungsbombe, ne? Wie mache ich das denn? Ah, okay. Ist nicht kein riesiger Bereich, den man mit reinigen kann, aber es geht schneller. Okay, ja gut, da kann man sich ja jetzt ein paar von craften und dann hier rumschmeißen. Dann haben wir das hier auch relativ schnell wieder. Flop. So, ich brauche wieder ein bisschen Luft hier, Freunde. Plop, plop. So, wunderbar. So macht man dann hier immer weiter. Sammelt auf, reinigt, sucht sich Loggles. Die in dem nächsten Biom gibt es wahrscheinlich wieder neuen Loggles, den wir dann da finden. Und aufziehen und reinigen können und füttern und gucken, was dabei rauskommt. Ja, und so machen wir das hier nach und nach immer weiter sauber. Und wenn wir das Biom hier geschafft haben, dann können wir dann zum nächsten reisen und gucken, wie wir das sauber machen können. Wir können uns weitere Geräte basteln, um das hier ein bisschen schneller zu machen. Und in anderen Biomen gibt es auch andere Verschmutzungen. Da muss man zum Beispiel Mikroplastik einsammeln, da gibt es ein anderes Gerät für. Also, ein schönes cozy Game für zwischendurch, macht Spaß, man hat direkt Erfolgserlebnis hier. Könnt schön hier aufräumen und für Leute, die gerne alles in Ordnung haben wollen, Dinge sammeln und dann alles mögliche kraften möchten, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, jetzt sind wir durch den Luftmangel wieder zurück in unserer Basis, aber nicht so schlimm. So, wo ist unser kleiner Lottel? Ah, der schwimmt hier über uns. Oh, Bubbles, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch ein bisschen Hunger? Kampf. Okay, er hat auf jeden Fall Hunger. Jam, jam, jam. So, der verändert sich auch. Ist auch größer geworden, habe ich das Gefühl. Ja. Bin gespannt, was da aus Bubbles noch wird. Und wie gesagt, wenn man die Vollversion kauft und hat die Demo vorher gespielt, dann hat man diesen einen Lottel, den man hier gefunden hat, auch dann in der Vollversion. Der wird dann übernommen, wenn man den Spielstand abspeichert. So, kleiner Vielfraß. Ja, also ein lustiges Spiel, macht Spaß. Ein bisschen auch ökologischer Gedanke dahinter. So, das ist auch gut. Solche Spiele muss es auch geben. So, jetzt hat er drei. Solche Tentakel da dran. Ich glaube, dann kriegen die mit wie so ein Axolotl Luft dadurch. Interessant. So, wir können hier craften, wir können Dinge bauen. Hier kann man noch zusätzliche Maschinen nachher bauen. Also, man hat einiges zu tun und schön für zwischendurch. Finde ich ein super Spiel. Wie gesagt, 20 Euro ist okay. 15 Euro wäre auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, das ist ein kleines Indie-Studio. Die müssen auch ein bisschen von was leben. Und ob sie das noch auf die Switch kriegen, weiß ich nicht. Konnte ich jetzt nicht rausfinden. Aber so ein kleines Studio muss natürlich auch die Kapazität haben, sowas umzumodeln, damit es auf der Switch auch läuft. Und das ist gar nicht so einfach, da haben viele Probleme mit. Wie gesagt, ein anderes System. Aber für Steam Deck und PC mit entsprechenden Steuerungen halt, mit Gamepad, ist das, glaube ich, eine super Sache hier. Und es macht Spaß und wirklich witziges Spiel, auch wenn die Grafik einfach ist.
Aber sie erfüllt ihren Zweck, sie ist niedlich und läuft auf jedem Rechner. Man braucht hier kein High-End oder sowas. Das kann man auch auf dem Laptop spielen oder eben auf kleineren Geräten. Von daher finde ich eine schöne Sache. Also, der Loddeln out hier, macht Spaß. Wird hier noch ein bisschen weiter rumloddeln. Und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Spiel vielleicht wieder hier auf meinem Kanal. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das reimt sich, man sich reimt sich gut. Komm, Loddel, wir gehen noch mal ein bisschen spielen. Loddel!